Weißkohlsalat mal anders. Ich hatte einen Gast hier aus Kessel. Ich habe leider den Namen nicht gemerkt, sorry. Ich habe versprochen, dass ich dir den, oder Ihnen, sorry. Ich habe versprochen, dass ich Ihnen zeige, wie der Salat, den die Sie so gerne am Buffet gegessen haben, gemacht wird. Und ja, jetzt mache ich den Weißkohl-Möhrensalat mit Frühlingszwiebeln, wieder schön und bunt und lecker, wie immer. Mein Name ist Caro Mühlenbrock. Ich koche gerne afrikanische Gerichte. Ich komme aus Kenia und ja, ich habe einfach Spaß am Kochen und am Quatschen. Werdet ihr merken, falls jemand hier neu ist. Ich rede und quatsche wirklich sehr, sehr gerne. So, für den Salat hier habe ich jetzt ein Viertel Weißkohl, weil ich so einen Kopf hatte. Der ist ungefähr, der ist so kompakt, das sind ungefähr 650 Gramm Weißkohl. Wer jetzt einen kleineren Kopf hat, ich kann nicht generell sagen Viertel, weil ich weiß nicht, wie die sind. Die wir hier geliefert kriegen, sind wirklich solche Dinger. Deswegen ungefähr 650 ist für dieses Rezept. Alles andere, jetzt, ich werde auch auf dem Rezept, was ihr wie immer auf meiner Webseite bekommt, www.afrika-kulinarisch.de, sind alle Rezepte, mittlerweile fast 90 Rezepte. Wirklich, ich, manchmal glaube ich kaum, dass das so viele schon sind. Ich schneide sehr dünn. Wer jetzt nicht kann, bitte Gemüsehobel für nehmen, weil der Salat hier schmeckt wirklich, wenn das dünne Streifen sind, schön und dünn und gleichmäßig. Deswegen ist hier vielleicht ein Gemüsehobel für viele gar nicht so schlecht. So, bei Weißkohl, wie gesagt, lasse ich die jetzt, die ein bisschen hart sind, schneide ich die nicht. Die Blätter, die lasse ich einfach über. Da freuen meine Tiere sich. Da, wo ich wohne, sind Hirsche und da bringe ich immer frische Ware mit, weil ich hier so viel mit Gemüse mache. Die warten da jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, sind die am Zaun und warten auf mich. Und wenn ich da was reinschmeiße, freuen sie sich. Und die sind mittlerweile auch, die essen mittlerweile auch Koriander. Früher haben die weggelassen. Das heißt, man kann sich an Koriander gewöhnen. Auch die Tiere haben sie sich an Koriander gewöhnt. Ja, so. Da jetzt Frühlingszwiebeln und die nehme ich auch die grüne Blätter. Da ist so viel Geschmack hier dran und wir haben zum Beispiel bei meiner Mutter, die hat eine Farm, wo die alles anbaut und die lässt immer die unteren lange in der Erde und wir nehmen nur die grünen Blätter. Wir schneiden nur die grünen Blätter, weil die dann nachwachsen und die sind geschmackvoll. So, hier auch dünne Ringe. Aber nicht so dünn, dass sie auseinanderfallen. Das ist zum Beispiel hier sehr dünn. Das soll schon ein bisschen dicker sein. Sonst sind die blättrig. Und ich finde, Frühlingszwiebeln kann man schon ruhig dann beißen. Da ist nicht so unangenehm. Wie Ingwer zum Beispiel.
So, die Endstücke, die nicht so schön aussehen, man die weg. So. Dann kommt auch Schnittlauch. Alles mit rein. Und dann werde ich jetzt die Möhren hier reinraspeln. Ich halte die Möhren so schräg, damit ich etwas längere Stücke habe. Nicht jetzt gerade so, sondern ein bisschen schräg. So. Ist jetzt fertig. Ich brauche etwas Zitronensaft, frisch gepresst. Ich mache das immer ein bisschen drucken, wenn die etwas hart sind, damit ich den Saft einfacher rauskriege. Und wenn die noch sehr hart sind und man druckt ganz, ganz fest, kommt man an diese weiße, an dem weißen Teil und das wird bitter. So, der Salat hier ist nicht vegan. So, Zitronensaft, 1,5 Zitronen und Cayennepfeffer natürlich. Salz. Zucker. Und dann Mayonnaise, nicht Joghurt. Mayonnaise. So, ich habe hier Salat-Mayonnaise. Man kann ein bisschen Fett reduziert, aber dadurch, dass kein anderes Fett hier reinkommt, hat man auch ein bisschen Geschmack. Fett ist ein Geschmackträger. So, und hier muss ich mit den Händen einarbeiten. Aber nicht viel drucken. Der Salat hier soll nicht wie Weißkohlsalat oder Krautsalat, der ganz, ganz viel gedruckt wird, aussehen. Dann lassen wir einfach schön mischen, ohne viel zu drucken. Aber wegen Mayonnaise kriegt man nicht so gut mit jetzt 2 Löffeln gemischt. Deswegen arbeite ich mit den Fingern lieber. So, und schon ist der Salat fertig. Da gucke ich, dass ich schön anrichte für euch. Weil in so eine Schüssel zermascht die Ränder voller Mayo. Sieht nicht so schön aus. Es ist ein schöner Salat. Wenn man jetzt kalte Fleischstücke zum Beispiel hat, kann man super gut mit dem
Salat essen. Was ich auch mache, ist zum Beispiel Tofu. Da kann ich auch sehr gut anbraten und auch wenn das kalt geworden ist, mit dem Salat hier essen. Da ist natürlich Mayo für jemanden, der tierische Produkte nicht nimmt, aber Mayo ist oft, wenn man reinguckt, je nachdem, was man kauft, ohne Ei und die haben nie ein Ei gesehen. Aber trotzdem würde ich drauf gucken oder vegane Mayo kaufen. Es schmeckt genauso. Hauptsache ist es hier mit Frühlingszwiebeln und Schnittlauch. Das macht den Salat wirklich super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe gesehen, da guckt mittlerweile so viele Leute meine Videos, wirklich. Und ich freue mich total, wenn ich sehe, jeden Montag kommt noch was dazu. Ich würde mich nur freuen, wenn ihr auch abonnieren würdet. Dann passt das irgendwie zusammen, oder? Was sagt ihr? Ja, und das Rezept, wie immer, kriegt ihr auf meiner Webseite www.afrika-kulinarisch.de. Sind alle Rezepte drin. Ich freue mich auf eure Kommentare und hier Daumen hoch und bis nächsten Montag. Bye, bye.